Hallo Leute, ich bin Sabine Rübensaat, Fotografin bei der Bauernzeitung. Und heute sind wir mal auf Reportage in einer Kunstumtriebsplantage in Stahnsdorf bei Berlin. Wir machen heute Fotos und auch kleine Filme. Also ich werde ein paar Interviews führen, mit dem Häcksler mitfahren. Wir werden alles uns von vorne bis hinten genau angucken. Ich nehme euch heute mal mit. Mein Name ist Klaassen, bin Lohnunternehmer hier in Brandenburg, ansässig in Wagenitz-Mühlenberge. Wir häckseln für Energy Crops den Kupp-Umlaufplantagen mit zwei Maishäckslern, Jaguar 900 und mit Jaguar 950, die von uns umgebaut worden sind, damit die Belastung abkönnen, ja, mit der Trommel umbauen und so weiter und Vorpresswalzen. Wir verwenden Vimatec-Vorsätze, die für uns sehr gut funktionieren. Wir häckseln so circa 300 bis 400 Hektar in der Kampagne im Jahr. Und dann, ja, wir machen auch noch andere Arbeiten wie Maishäckseln mit diesen Häckslern. Die werden anschließend wieder umgebaut auf Mais und Gras und Luzerne. Wir roden Zuckerrüben. Maishäckseln, wie gesagt, Transporte, Gülle fahren. Dies sind nur Pappeln. Dies ist erster Umlauf. Die treiben jetzt wieder aus. Und in 3-4 Jahren sind wir wieder hier und häckseln die nochmal wieder aus. Ja, wunderbar. Wir sind hier in Stahnsdorf, um diese Fläche zu ernten. Vor 5 Jahren haben wir hier diese 5 Hektar Kurzumtriebsplantage gepflanzt. Heute ernten wir. Wir bringen das Holz nach Berlin, um Strom und Wärme zu erzeugen, grüne Fernwärme bereitzustellen und sind eigentlich ganz stolz auf diese Pappeln, weil sie äußerst nachhaltig im Anbau sind. Wir brauchen keine Stickstoffdüngung, haben kaum Pestizideinsatz und die Produktion dieser Pappeln auf dem Acker ist sehr energieextensiv. Das heißt, es ist eigentlich, kenne ich keine Form der Biomassebereitstellung, die nachhaltiger ist als dieser Pappelanbau. Wir arbeiten hier mit den Landwirten zusammen auf unterschiedliche Art und Weise. Also wir kaufen keine Flächen, wir pachten oder in Deutschland die meisten Flächen, die wir angelegt haben, ist sogenannter landwirtschaftlicher Vertragsanbau, wo der Landwirt Bewirtschafter der Fläche bleibt und wir die Bäume anpflanzen und alle artfremden Dienstleistungen, die der Landwirt mit seinem Maschinenpark nicht erbringen kann, dann mit Lohnunternehmern wie Herrn Klaassen zum Beispiel erbringen. Sabine, was sagst du zum Wetter? Super, endlich Regen.